Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 18 auf meinem Kanal Matze. Und bevor wir jetzt hier gegen Leipzig antreten, müssen wir noch einmal hier trainieren. Unsere Talente, ne? Müssen ja gefördert werden. Und Kimmich geht bereits auf 83. Der geht echt ab, also auch was das Training angeht. Der hat immer A, fast immer A. Und der ist jetzt auf 83. Und wir spielen gegen Leipzig. Ich habe im letzten Spiel 10-0 gewonnen gegen Osnabrück im DFB-Pokal. Und ich habe einige Einstellungen verändert gehabt in der Taktik. Einige Taktikeinstellungen vorgenommen. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob es an Osnabrück lag, dass die einfach so schlecht waren. Wir werden es jetzt in diesem Spiel sehen. Und falls es wirklich an den Einstellungen in der Taktik liegen sollte und ich jetzt wieder so hoch gewinne, dann werde ich natürlich wieder auf Weltklasse stellen und es da nochmal ausprobieren. Aber davon darf man jetzt erstmal nicht ausgehen. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das in Osnabrück lag, dass Osnabrück einfach zu schlecht war und wir deswegen so hoch gewonnen haben. Ja, unsere Pflicht ist es, jetzt die Restsaison nur noch zu gewinnen. Wir haben zu viele Punkte am Anfang der Saison liegen lassen, als wir auf Weltklasse gespielt haben. Und da dementsprechend müssen wir jetzt handeln und hier weiter gewinnen. So, also es fängt schon mal gegen Leipzig ganz anders an. Also Osnabrück hatte nicht eine einzige Chance. Das ist hier schon mal anders. Das heißt, es wirkt zumindest vorerst schon mal so, als wenn es an Osnabrück lag. So, jetzt starten wir hier mal mit Thiago durch. Und da ist der Ball schon wieder weg. War ein Sololauf. Keiner hat sich vernünftig freigelaufen. Das ist immer das Problem. Ne? Es ist ja schön und gut, wenn man sagt, ja hier, der läuft, der ist Alleingänger oder was auch immer. Aber wenn sich keiner freiläuft, was willst du denn dann anderes machen, als allein zu gehen? Ich kann die ganze Zeit zurückspielen, ja, aber da werde ich keine Tore durch erzielen. So, Kingsley Coman. Hier drüber auf Arjen. Geblockt. Der Schuss wurde geblockt. Schade. Und da haben wir den Ball schon wieder. Das ist Kingsley Coman, der hier schon wieder so weit hinten ist. Dabei ist er doch gerade erst so weit nach vorne gesprintet. Das war ein sehr, sehr sauber herausgearbeitetes Tor. Und ich glaube, das ist sogar die Torpremiere von Tolisso. Hier. Oder? Nee, Thiago. Thiago ist mit nach vorne gekommen. Thiago macht das Ding. Aber ist, glaube ich, auch Premiere. Habe ich jetzt auch noch kein Tor mitgemacht mit Thiago. Und das Tor hätte, glaube ich, auch gegen Weltklasse fallen können. Das war wirklich sauber herausgearbeitet. Und da kann man nicht meckern. Mal gucken, wie es jetzt weiterläuft. So. Na komm mal her, hier du. Gegen die Leipziger. So, wieder Ball gewonnen. Ich bin halt, hinten habe ich auf mehr Druck gestellt. Also, die Bälle sollten schneller erobert werden. Ich will direkt die Bälle zurückhaben. Ich will nicht, dass die Gegner lange den Ball haben. Das war, glaube ich, natürlich so. Währungsversuch. Immerhin im Spiel geblieben. So, Süle hier. Zack, zweimal den Ball. Musste zweimal dort den Ball abnehmen. Und jetzt Seitenwechsel. Auf Coman. Der natürlich sau schnell ist. Ohne Frage. Und da haben wir das 2-0.
Das wäre ein Tor gewesen. Das wäre so gegen Weltklasse nicht gefallen. Da bin ich mir sicher. Warum vergleiche ich das die ganze Zeit? Weil ich halt beide überlege, wieder umzustellen. Aber sowas hier würde niemals gegen Weltklasse funktionieren. Guck mal, wie weit der Verteidiger vom Mann weg war. Von Ayen. Das... Ne. Das passiert nicht auf Weltklasse. Schwierigkeitsgrad Weltklasse, da... wäre der Verteidiger näher am Mann gewesen. Und dann hätte ich da nicht so die Zeit gehabt, da das Tor so einfach zu erzielen. Boah, hier haben wir Tolisso gehabt. Der halt jetzt immer noch auf seine Torpremiere wartet. War nicht schlecht. Ist da eigentlich gut mitgelaufen. Aber dann doch zu wenig. So, wieder Coman. Ja, der sollte auch nicht auf Lewandowski, der sollte auf Thiago, der da mitgelaufen ist. Der Ball. Schlecht gespielt. Ja, das war schlecht gespielt. Das war schlecht gespielt. Da haben wir Bruma, der ja in dieser Saison noch gar nicht so wirklich was gerissen hat für... Leipzig. Also da wirklich, wirklich schwach bisher aufgetreten ist. Und was war das Spielinfo? Boah, das war aber auch echt keine gute Partie. Also da lag eindeutig an Osnabrück, dass das so klar war. Im Pokal. Weil das ist jetzt eher schon wieder ganz normales. Ein ganz normales Spiel gegen Profi. Nichts Besonderes. Keine gute. Keine Massen an Chancen, sondern einfach nur eine normale Menge an Chancen. Oh. Und da haben wir das 3-0. Das ist natürlich jetzt auch ein Ding gewesen. Das wäre so niemals auf Weltklasse durchgegangen. Guckt euch mal an, wie ich da einfach mit Vidal durchlaufe. Einfach schräg durch. Zack. Drin ist das Ding und fertig. Aber es ist halt auch zu einfach. Also Profi ist halt doch zu einfach für mich. Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma hier, was ich habe. Weltklasse ist zu schwer. Profi ist zu leicht. So, komm mal her hier doch. Okay, das war nicht gut. Antizipation. Schön, schön durchgesteckt. Alter, wie Lewandowski sich da durchgesetzt hat und dann so ein Ball. Oh nein. Wow, den habe ich drin gesehen. Da dachte ich echt, der wäre drin, aber nix da. So, Thiago. Der kann ja auch immer mal den ein oder anderen Verteidiger stehen lassen. Und da haben wir das 4-0. Too easy. Too easy. Ja, muss ich einfach sagen. Ist Weltklasse zu schwer. Profi zu easy. Ja. Boah, ich muss mich einfach abfinden, Weltklasse spielen und mich damit abfinden, dass Bayern nicht Meister wird. Weil das wäre definitiv der Fall. Also ich werde... Auf Weltklasse werde ich definitiv kein deutscher Meister. Alter.
Junge. So, Rames. Verdammt, ich habe eigentlich noch mal gedribbelt gehabt, aber hat nicht geklappt. Die Defensive klappt einfach viel besser mit den Umstellungen, die ich gemacht habe. So. Alter, will der mich verarschen? Der stellt sich da voll in den Weg und ich nehme ihn da von hinten, ey. Junge, Junge, Junge. Und da auch. Was macht der denn da? Warum bleibt er da stehen? Frank! Verdammt. Warum spielst du hier mit deinem Außenwandriss? Man merkt das. So, nochmal ein Angriff. Über Ayen. Die Defensive steht. Oh, Vidal ist so gut hinterlaufen und ich habe die ganze Zeit auf den anderen geachtet. Da hätte ich echt abspielen können, müssen. Schönes Foul hier, schönes Foul. Schönes Tackling von Hummels. Alter, nein. So was Ärgerliches. Tja. Verloren. Verkackt. Oder, meine ich nicht. Ich gewonnen natürlich, aber nicht gut. Ja. Das hätte höher ausgehen können, meine ich. Natürlich ist ein 4-0 gut, aber... Na gut, eigentlich Schüsse aufs Tor. War jetzt auch nicht so berauschend. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge FIFA 18. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr FIFA 18 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.